Tada! Also, so viel zu meinem Experiment. Baumarkt Malerplanen Shelter in ja einfach aufgebaut. Ihr seht hier einen Querbalken, ne? Also einen Firstbalken. Ich habe hier zwei relativ dicke Buchenstangen verwendet. Das gesamte Shelter mit Ausnahme von Absägen diesen Astes, da war ich zu faul, da habe ich die große Säge genommen. Es wäre aber auch mit einer kleinen Säge möglich gewesen, nämlich mit der, die hier drin ist, ne, kann man sehen, das geht. Rein von der Länge her, das geht schon. Das dauert natürlich eine Weile. Ich habe dann hier ein kleines bisschen geguckt, dass das da alles schön smooth ist, in Anführungszeichen, damit das eben nicht einreißt, wenn man es hier drüber spannt. Das Ganze ist verbunden mit Draht, ja, und einem Leatherman, um den Draht schön festziehen zu können. Das wäre aber auch nicht zwingend erforderlich gewesen. Das wäre auch ohne Leatherman gegangen. Das gleiche habe ich da unten gemacht. Da auch nochmal mit Draht ein bisschen dran fixiert. Dass wenn ein stärkerer Wind kommt, dass das nicht einfach nur lose aufliegt. Also einfach ein bisschen die Ecke quasi drum gewickelt und mit Draht fixiert. So, hier die Seitenwände sind deswegen noch tatsächlich einigermaßen stramm gespannt. Ich bin begeistert. Achso, ich kann vergessen zu sagen. Ich war 4 Tage nicht hier. Das Ding steht seit 4 Tagen bei Schiedwetter im Wald und wir befinden uns hier auf 500 Metern Höhe im Schwarzwald und da muss man schon sagen, bemerkenswert. Ja. Bemerkenswert hätte ich nicht gedacht, dass das so lange hält, zumal ich keine große Erfahrung habe mit Shelterbau. Jedenfalls habe ich für Seitenstabilität hier einfach einen Ast eingewickelt. Ja, der ist nicht weiter fixiert, der ist einfach nur reingewickelt. Hier ist mein Trinkwasserdepot. Das war klar, dass das auf die Dauer passiert, aber das hat nicht dafür gesorgt, dass scheinbar da größere Undichtigkeiten aufgetreten sind, sonst wird das Wasser da nämlich nicht so drin stehen. So, hier hinten auch einfach zurechtgefaltet, keine weitere Fixierung da, außer letztendlich die Wicklung hier und dann da nochmal ebenfalls mit Draht fixiert. Ja? Und dass da hier noch ein bisschen Luft reinkommt, ist Absicht. Ich wollte eine gewisse Luftzirkulation durch die Hütte durch haben. Und das gleiche auch auf der Seite ebenfalls mit einem kleinen Eingang bzw. einem kleinen Loch, damit da eben eine gewisse Belüftung stattfinden kann. Und auch hier nochmal dasselbe System, entsprechend mittels einem großen Ast. Die habe ich schon noch mit dem Taschenmesser durchgesägt. Das hat eine Weile gedauert, aber das geht. Ja? Also das kann man alles bis zu der Dicke, was hier jetzt drin verbaut ist, kann man mit dem Ranger Wood 55 sägen. Natürlich dauert das einen Moment, aber kein Problem. So, und auch hier mit schöner Trinkwassersammeleinrichtung sozusagen. Und das ist es. Bau hat mich, abgesehen davon, dass ich eben beim Firstbalken ein kleines bisschen mit der größeren Säge getrickst habe, habe ich für den Bau ungefähr 1 Stunde gebraucht und ich bin nicht der schnellste Bauende. Und jetzt gehen wir da mal noch spaßeshalber rein. Oh, und da liegt noch mein Sterbstab. Das ist aber gut. Ha, cool, dass ich nochmal hergekommen bin. Also abgesehen davon, dass ich die Folie natürlich irgendwann wieder mitnehme. Also jetzt dann nachher. Schön, den packen wir wieder ein. Ja. Und wie ihr seht, der Boden ist trocken. Ich sitze jetzt auch drauf, ne? Überhaupt kein Problem. Man kann hier sich wirklich gemütlich drin machen. Und das Ding hat wirklich überhaupt ohne jedes Problem die Tage überstanden. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich dachte, dass ich jetzt hier ein bisschen was Zerfetztes vorfinde. Ah, ich zeige euch doch noch was von außen. Upp. Nämlich, ich habe hier teilweise die Äste in der Buche noch mit dem Messer ein bisschen schön rund geschliffen und quasi hier auch, ja, mögliche Kanten, die die Plane einreißen könnten, habe ich alles schön rund geschnitzt, damit das eben nicht passiert. Die Zeit sollte man sich dann halt einfach nehmen. Und natürlich, was man in Alaska oder Kanada nicht hat, ist Buche. Und man muss auch lange suchen, wenn man ein vergleichbares Holz mit sehr, sehr glatter Rinde finden möchte. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man eine empfindliche Plane über den Holz spannt, dass die keine Risse bekommt.
ist nicht ganz so einfach. Und daher ja, ist der Buche natürlich ein ideales Holz mit der sehr glatten Rinde. Und andererseits muss man dann so einen Ast auch erstmal transportiert bekommen. Den konnte ich mir noch über die Schulter schmeißen. Aber viel dicker darf der dann auch nicht mehr sein, da es frisches Holz ist. Dann kann man sich nämlich irgendwann bald nicht mehr über die Schulter schmeißen. So, diese Plane hier, das ist eine dicke Malerfolie aus dem Baumarkt. Die ist schon erstaunlich reißfest, wenn man sich das mal klar macht, dass sie jetzt so lange gehalten hat. Man muss aber auch dazu sagen, es gab jetzt auch keinen Sturm oder Vergleichbares. Daher, ja, ne, das ist also schon ein Punkt auf der Liste, den man da beachten müsste. Hätte es einen Sturm gegeben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie jetzt auch kaputt wäre. Zumal ich mir hier nicht die Mühe gegeben habe, irgendeinen besonders geschützten Standort für dieses, ja, letztendlich relativ gemütliche Domizil zu suchen. Jo, und das wäre es auch tatsächlich weitgehend gewesen. Damit darf ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Also Beweis erbracht, das funktioniert. Übrigens die Astgabel, die das hier vorne hält, die ist logischerweise auch nochmal mit Draht befestigt. Und das zeige ich euch nochmal. Mir fällt immer nochmal was ein, was man noch erzählen könnte. Ich habe hier, kann man das sehen, ja, ja, habe ich noch so eine Kerbe reingeschnitzt. Die ist natürlich auch auf der Innenseite, also hier auch so eine Kerbe. Und auch das mit dem Rangerwood gemacht. Buchenholz ist halt leider sehr, sehr hart. Und dass hier so eine schöne, scharfe Kante entsteht. Das funktioniert natürlich, indem man erst reinsägt und dann zum Sägeschnitt hinschnitzt. Und je tiefer diese Kerben hier sind, desto besser sitzen dann natürlich die beiden Äste ineinander und rutschen auch nicht aneinander runter. Aber auch das kann man dann wieder wunderbar mit Draht fixieren. Es war übrigens auch das erste Mal, dass ich mal Drahtverbindungen gemacht habe, anstatt wie üblich Schnur zu nehmen. Schnur funktioniert selbstverständlich auch. Aber ganz ehrlich, Draht geht fast schneller. Man muss sich nicht mit Knoten abgeben und sitzt halt bombenfest für die Ewigkeit. Und wenn Gewicht keine Rolle spielt, sondern nur Platz, dann ist Draht durchaus was, wo man eine kleine Spule mitnehmen kann und die hat dann ruckzuck 40, 50 Meter. Das hat schon Potenzial und selbst so eine sehr, sehr stabile Verbindung, übrigens das Ding ist stabil, ja, also da braucht man gar nicht versuchen, groß dran zu rütteln. Das funktioniert eh nicht. Das bewegt sich keinen Meter und ich habe mich da auch drauf gesetzt. Ja, also das will ich jetzt nicht machen aus Nassgründen. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Das biegt sich schon ein bisschen durch, weil das halt ein sehr langer Buchenast ist. Aber mit diesen Dimensionen von frischem Holz, und das habe ich natürlich nicht extra gefällt, hier war gerade, wie man da hinten schön sehen kann, hier war gerade Durchforstung, ne? Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, dass das nicht stabil wäre. Also das hält, die Holzkonstruktion hält wirklich alles aus. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Gut, aber jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt, was man zu diesem kleinen Projektchen hier sagen kann. Ja, hätte ich jetzt meine reguläre Kamera nicht vergessen, hätte ich noch andere Pläne, aber das, wenn ich mich darüber aufregen würde, dann würde ich es nicht weit bringen im Leben, weil das kommt häufiger vor. Ja, man muss sich dann zumindest irgendwie zu helfen wissen. Und in diesem Fall ist dann so ein Handy ja eine halbwegs brauchbare Ersatzkamera. Und es gibt mal ein kurzes Video von mir. Also das ist ein Beispiel für ein Seven vs. Wild Shelter. Wobei man der Fairness halber noch dazu sagen muss, wenn sich das jetzt jemand gefragt hat bis zum Ende, ja passt denn so viel Plane in die Flasche? Nein, so viel Plane passt nicht in die Flasche, beziehungsweise würde vielleicht gerade so reinpassen. Dann ist die Flasche aber auch voll. Wenn man dann noch ein Rangerwood 55, sprich nochmal dieses Messer hier reinbekommen möchte, dann wird schon eng, noch ein Firesteel dazu. Und das ist aber auch wirklich das höchste der Gefühle. Und vielleicht noch ein paar Wassereinkeimungstabletten, sowas in die Richtung. Und natürlich Schnur, beziehungsweise den Draht dazu. Ja. Aber gerade so. Also das wäre schon, sag ich mal, knapp kalkuliert. So, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, dann wieder vermutlich in einer etwas gewohnteren Länge. Macht's gut. Tschüss.